Hey ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, die Mimi und der Christian. Und wie ihr vielleicht auf Instagram verfolgt habt, waren wir auf einem Pre-Release-Event beim Game It in Marburg. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, ihr könnt ja schon mal abonnieren, falls ihr es nicht gemacht habt, und die Glocke aktivieren, weil zu Drachenmandel wird demnächst definitiv noch 2 Top-Trainer-Boxen kommen. Also für mich war es das erste Pre-Release-Event. Der Chris hat schon mal an einem teilgenommen. Aber digital. Also es war auch mein erstes so Face-to-Face. Ja, ich war eigentlich total aufgeregt. Aber das hat sich dann mit der Zeit gelegt und ja, also ich fand es total schön, war mal was anderes und wir würden es definitiv wieder machen. Und was auch interessant war, so mal am Rande, man kommt ja mit den anderen Spielern ins Gespräch und da waren auch wirklich welche, die sind 3 Stunden zu dem Laden hingefahren. Also das muss man sich mal so ein bisschen überlegen, 3 Stunden zu einem Laden hinfahren, um da dieses Event spielen zu können, weil es bei dem im Umkreis einfach nichts gibt. Schon krass, ja. Ja, was ich auch schade finde. Ja, da hast du so ein Hobby und kannst es, wenn du es ausüben willst, musst du so viele Stunden fahren. Ja, wenn es einem so viel Spaß macht, dann ist es das ja auch wert. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Rest-Opening. Viel Spaß! Jetzt sind wir zu Hause und wir sind beide schon sehr gespannt, was in unseren Preisboostern drin ist. Jawohl, ja. Also, fangen wir direkt an. Oh, für mich schon ein Hit schlecht weg, ne? Mhm. So. 1, 2, 3, 4. So. Dark Tignes, Vati. Eine von den Pre-Release-Promos quasi. Stimmt. Aber haben ein anderes Artwork dann. Schleifenorden. Pikachu! Mein persönlicher Hit. Der kommt woanders hin. Pentara. Datiri. Nocturne. Hopsbrus. Regeleki und Milotic. Milotic. Ja. Oh Gott. Weiter geht's.
Haha. Habe ich auch noch nicht gehabt. 1, 2, 3, 4. So, haben wir wieder die Energie. Sedimentur. Tentoxa. Huch, Gottchen. Tauschbecher. Zurokex. Datiri wieder. Kutini. Kanivana. Iribis. Schlapfel. Oh, ich finde das Artwork lustig. Cool, ja. Und jetzt. Oh mein Gott. Oha. Wie kommt das die drin? Oh mein Gott. Stark. Richtig starker Hit. Pack schnell ein. Ich bin sprachlos. Oha. Hammer. Nice, nice. Fängt ja gut an hier. Oh, da freue ich mich. Weil, wie ihr gesehen hattet, bei der Pre-Release-Box hatte ich ja jetzt nicht so Glück gehabt. Leider nicht. Aber das entschädigt es. Auf jeden Fall, ja. Da muss sogar mein Booster. Pikachu für weichen. So. Eins haben wir noch. Eins, zwei, drei, vier. So. Wasserenergie. Aroma Lady. Sedimentur. Wieder ein Tentoxa. Schallquappo. Süß. Wieder ein persönlicher Hit. Evoli. Der muss auch zur Seite. Fleckneu. Samurzu. Wablu, auch irgendwie voll süß. Hopsbross. Und nochmal ein Schlapfel in Rare. Aber die Preisbooster haben sich doch gelohnt, oder? Ja. Finde ich jetzt sehr, sehr cool. Gott, hier mit den ganzen Folien kommen so leicht durcheinander. Auch sehr schön. Ja, also, wir haben die drei Reverse-Holos. Wir haben einen Heat. Das ist doch sogar alternatives Artwork, oder nicht? Ich kann es dir nicht sagen, ist auf jeden Fall cool. Das tun wir auf jeden Fall nochmal recherchieren. Und jetzt persönlich, für den einen oder anderen ist es egal, aber Pikachu und Evoli. Jawohl. So, dann würde ich einmal übergeben und seid gespannt, was beim Christian ist. So Leute, jetzt kommen meine Preisbooster. Mal gucken, ob wir auch so einen schönen Hit drin haben wie die Mimi. Ansonsten hat ja schon deine Pre-Release-Box gegönnt. Oh ja, da hast du natürlich recht. Deswegen schauen wir mal. Eine Kampfenergie, Gummihandschuhe, ein Entoron, auch sehr nice. Planas, Orgmon, oh, ist süß. Das ist so süß. Teddy Ursa, Leufeo, oh, ein Kindwurm, ein Yorklef. Einsamurzel. Oh, das ist eins meiner Lieblingsdrachen-Pokémon. Oh. Wie nice. Der kommt immer extra. Und ein Loserdin. Vor allem auch noch ein Reverse-Holo. Nice, nice. Mhm. So, kommen wir zum nächsten Booster. Wasserenergie. Guck mal. Das war die Entwicklung, ne? Ja. Yay. Ein Mac, ein Schneeblattorden, ein Tentara, ein Datiri, ein Nocturne, ein Barschwar. Okay, ich glaube, das sollte nicht sein. Also noch ein Barschwar, ein Tauschbecher und ein Schlapfel. Also ich muss sagen, ich glaube, das hat man bisher auch nicht, dass zweimal hintereinander dieselbe Karte war. Ja, vor allen Dingen im selben
alles genau gleich. Ja, genau. Also ich nicht mal dann die eine Reverse oder so, das hatten wir auch schon öfter mal. Ja, das hatten wir. Das war normal, hatten wir dann Reverse oder in Holo irgendwie so, aber so. Man lernt nie aus anscheinend. Ja. Was so passieren kann. So, was haben wir jetzt hier? Eine Stahlenergie, ein Floette, ein Gummihandschuh. Ein Tintoxer, ein Flabebe, ein Bummels, ach guck mal, das sieht auch irgendwie witzig aus, wie es da an der Klippe hängt, ein Samurzel, ach guck mal, ein liebiges Kuss, ein Kindwurm, ein Frigometri und ein Trisella. Schade, schade, aber dafür habe ich ja in der Box einen richtig guten Hit gehabt. Ich wollte es gerade sagen, also so ganz beschweren kann man sich ja nicht. Ja. Ne? So, Leute, dann habe ich noch was ganz Tolles für euch, nämlich Online-Codes von den gerade gezogenen Packs. Wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt, dann werdet ihr auch reichlich belohnt. Einmal, zweimal und dreimal. Ja, ihr könnt auch gerne mal auf dem Discord vorbeischauen. Da gibt es nämlich auch immer wieder Codes. Und dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Und denkt dran, es kommen die Top-Trainer-Boxen demnächst. Also nach Release logischerweise. Und dann würden wir sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.